Dann kommen wir zum Punkt 87, Antrag der Fraktion der SPD. Betreffend eine Aktuelle Stunde, Verleihung des Big Brother Awards an Schwarz-Grün erfolgt zu Recht. Weniger Eingriffsbefugnisse für den Hessischen Verfassungsschutz und mehr echte Kontrollrechte für den Hessischen Landtag. 1963-18 beginnt die Frau Kollegin Nancy Faeser, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die beiden Regierungsfraktionen CDU, BÜNDNIS 90 und GRÜNE haben letzte Woche Freitag den Negativpreis Big Brother Award 2018 in der Kategorie Politik für ihr geplantes Verfassungsschutzgesetz und für die geplante Novellierung des Hessischen Polizeigesetzes in Bielefeld verliehen bekommen. Und ich finde, sie haben ihn sich redlich verdient, meine Damen und Herren. Eine Jury aus prominenten Bürgerrechtlern verleiht jährlich diesen Datenschutz-Negativpreis an Firmen, Organisationen und Politiker. Lassen Sie mich einfach einmal zitieren aus der Begründung des, wie man ihn auch nennt, Oscars für Überwachung, der immer an die größten Datensünder des letzten Jahres verliehen wird. Ich zitiere aus der Begründung: Ihre Gesetzesinitiative enthält eine gefährliche Ansammlung gravierender Überwachungsermächtigungen, die tief in Grundrechte eingreifen und den demokratischen Rechtsstaat bedrohen. Die schlimmsten Regelungen im Überblick, meine Damen und Herren. Erstens. Der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz soll auch vorbestrafte V-Leute rekrutieren und kriminell gewordene Verfassungsschutzmitarbeiterinnen wieder einsetzen und abschöpfen können. Zweitens. Die elektronische Speicherung von Daten von unter 14-Jährigen. Drittens. Der Verfassungsschutz soll ermächtigt werden, personenbezogene Überwachungsdaten an öffentliche Stellen zu übermitteln, und zwar zur Überprüfung der Verfassungstreue von Personen, die sich um Einstellung in den öffentlichen Dienst bewerben. Das erinnert fatal an Gesinnungskontrolle und die menschenrechtswidrige Berufsverbotspraxis früherer Zeiten. Viertens. Spionageprogramme als sogenannte Staatstrojaner sollen künftig über gefundene oder aufgekaufte Sicherheitslücken in Computern oder Smartphones Verdächtige eingeschleust werden, um sie primitiv per Online-Durchsuchung oder Quellentelekommunikationsüberwachung umfassend ausgeforscht werden. Soweit die Begründung der Jury, meine Damen und Herren, die wir mehr als nachvollziehbar finden und die auch der Anhörung vom 8. Februar Ihres Gesetzes entspricht. Ich glaube, wir haben hier eine einmalige Situation, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, weil wir einen Gesetzentwurf immer noch in der Beratung haben, der einen steinigen Weg hinter sich hat. Sie würden wahrscheinlich sagen, der Weg dieses Gesetzes ist historisch. Einmalig. 2015 wurde bereits der Öffentlichkeit ein Gesetzentwurf vorgestellt zur Novellierung des Verfassungsschutzes vom Innenminister und den beiden Fraktionen CDU und GRÜNE, der nie in den Landtag gekommen ist. Dieser Gesetzentwurf wurde aber von der Expertenkommission beraten und als nicht tauglich empfunden und wurde daraufhin zurückgezogen. Das kann man nachlesen, Herr Innenminister. Kann man nachlesen. Jetzt gibt es einen neuen Entwurf seit 2017. Im November, vom 14. November, der zunächst die gesamte Zivilgesellschaft, die im Bereich der Extremismusberatung unterwegs ist, extrem verärgert hat wegen der Extremismusklausel in § 21 und dann jetzt dazu geführt hat, am 8. Februar dieses Jahres total zerrissen zu werden, weil Sie einen massiven Eingriff in Grundrechte planen, der auch jetzt durch den Big Brother Award ausgezeichnet wurde, meine Damen und Herren. Und bislang kennen wir keine Änderung. Es ist jetzt zwei-, dreimal geschoben worden im Innenausschuss. Es gibt immer noch keine Änderung. Sie haben noch keine Konsequenzen aus der katastrophalen Anhörung gezogen. Und was uns am meisten überrascht, da will ich noch einmal auf den Kern zurückkommen im November, der jetzt auch vom Big Brother Award kritisiert wird. Was hat Sie denn, CDU und GRÜNE, dazu bewogen,
obwohl die Handlungsempfehlungen aller Untersuchungsausschüsse von NSU empfehlen, mehr rechtsstaatliche Kontrolle über den Verfassungsschutz auszuüben. Was hat Sie denn dazu gebracht, hier in Hessen das Gegenteil zu machen, nämlich die Befugnisse des Verfassungsschutzes auszuweiten? Was hat Sie dazu bewogen, das Gegenteil zu machen und das aus den Erkenntnissen der NSU als Grundlage auch hier im Untersuchungsausschuss? Wissen wir, dass wir mehr parlamentarische Kontrollrechte brauchen, und zwar eine wirklich richtige Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle, dass diese auch wirksam sein kann. Und wir brauchen mehr rechtsstaatliche Kontrolle über den Verfassungsschutz und nicht das Gegenteil. Frau Kollegin Faeser, Sie müssen zum Schluss kommen. Das mache ich, Herr Präsident. Sie haben die Wahl, meine Damen und Herren. Ziehen Sie endlich Ihren Gesetzentwurf zurück oder nehmen Sie unseren Änderungsantrag an. Wir haben die Grundrechtseingriffe rausgestrichen, die parlamentarische Kontrolle verstärkt. Wir haben Ihnen etwas vorgelegt, womit wir den Verfassungsschutz besser kontrollieren können und vor allen Dingen die parlamentarische Kontrolle stärken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Das Wort hat der Abg. Alexander Bauer, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jeder hat in Deutschland das Recht, Preise und Auszeichnungen zu stiften, um wen auch immer damit zu beglücken. Das machen renommierte Unternehmen, größere Kommunen, das machen Stiftungen und Organisationen aller Art. Manche Auszeichnung wird geschaffen, um eine politische Botschaft zu transportieren. Eine solche Auszeichnung wurde nun der CDU-Landtagsfraktion gemeinsam mit den GRÜNEN verliehen. Der Titel Big Brother Award zeigt zumindest im Kern an, um was es geht. Aber man muss sich dann auch erst einmal genau kundig machen, wem man denn diese Auszeichnung, auch Auszeichnung in Anführungszeichen, zu verdanken hat. Ein Verein namens Digital Courage organisiert diesen Preis in Deutschland. Dahinter verbergen sich, Zitat, ehrenamtliche und Festangestellte, denen engerer Kreis nach Aussagen auf ihrer Homepage nicht genau festzulegen ist. Zur Jury gehören jedenfalls Personen wie der Chaos Computer Club, auch ein Hochschullehrer, und weitere Personen, denen man eine eher politische Agenda zugestehen möchte. Wie auch immer, diese Jury hat uns diesen Preis verliehen. Und damit wir uns nicht missverstehen, wir haben allen Respekt vor Menschen, die sich für Datenschutz einsetzen. Das ist wichtig und richtig, meine Damen und Herren. Auch wir setzen uns für Datenschutz ein. Aber wir machen das aus einer ganz anderen Position heraus. Wir sind keine Beobachter und Hüter der reinen Lehre. Wir sind verantwortliche Politiker und Gesetzesgeber. Und es fällt uns die schwere Aufgabe zu, das Recht auf Datenschutz mit dem Recht der Bürger auf Schutz vor Kriminalität jeder Art in Einklang zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und diese Grundrechtsabwägung ist wahrlich nicht einfach, meine Damen und Herren. Aber wer Politik macht mit dem Anspruch, die Wirklichkeit ernst zu nehmen, der wird sicherlich feststellen, wir leben in bewegten Zeiten. Es gibt Gefährdungen unterschiedlichster Art und neue Bedrohungen, auch mit Blick auf die weltweiten Krisenherde. Das wird niemand bestreiten können. Unsere Sicherheitsbehörden sind stark gefordert. Und deshalb stärken wir unsere Sicherheitsarchitektur personell in ihrer sachlichen und technischen Ausstattung und eben auch in ihren rechtlichen Befugnissen, weil wir es eben mit Blick auf die Wirklichkeit als geboten erachten, meine Damen und Herren. Politischer Extremismus und Terrorismus von rechts, links, von religiösen Eiferern, auch Kindesmissbrauch oft in Verbindung mit dem Internet, das kann man nicht wegdiskutieren, meine Damen und Herren. Und für die Bekämpfung dieser Kriminalität braucht man auch die richtigen Instrumente. Wir dürfen doch im digitalen Raum nicht blind werden, meine Damen und Herren. Wir müssen doch Maßnahmen interessierter machen, um schwerste Kriminalität und um Terrorismus zu bekämpfen. Und darum geht es. Es geht um schwerste Kriminalität und um Terrorismus. Und, meine Damen und Herren, zur Bekämpfung dieser Agenda ist der Verfassungsschutz nach unserer Auffassung ein wichtiger Baustein in der Sicherheitsarchitektur und auch für eine wehrhafte Demokratie schlicht unverzichtbar.
Das von unserer Fraktion und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN eingebrachte Verfassungsschutzgesetz trägt diesem Rechnung. Und es trägt auch datenschutzlichen Bedenken Rechnung. Im Gesetz räumen wir neue Befugnisse ein, aber wir definieren auch klare Grenzen. Und zu diesen Grenzen gehört unter anderem auch der doppelte Richtervorbehalt. Und so müssen Maßnahmen, so können Maßnahmen nur mit Richtergenehmigung eingeleitet werden und die damit erforderlichen und erhobenen Informationen, um sie auswerten zu können, erfordern einen zweiten richterlichen Beschluss, meine Damen und Herren. Wir haben eine doppelte Tür, und mehr richterliche Kontrolle geht wahrlich an diesem Punkt zumindest nicht. Wir haben uns, meine Damen und Herren, die Abwägungen zwischen Sicherheit und Datenschutz nicht leicht gemacht. Die besagte Jury muss nichts abwägen. Sie spricht eher davon, es wird zitiert, einer gefährlichen Anhäufung von schwerwiegenden Überwachungsbefugnissen. Sie versteigt sich sogar dazu, von einem, Zitat, schweren Angriff auf Demokratie, Rechtsstaat und Bürgerrechte zu sprechen. Meine Damen und Herren, ein solcher Vorwurf, den der Verein Digitalcourage und seine Jury da erheben, macht ihn doch eigentlich selbst zum Anwärter für einen Negativpreis. Und zwar den Negativpreis des goldenen Aluhuts. Gemeint ist eine Kopfbedeckung, die aus einer oder mehreren Lagen Alufolie besteht. Und dieser Preis wird verliehen für besonders krude Theorien und Verschwörungstheorien, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als verantwortliche Politiker sind wir in Hessen für die Sicherheit der Menschen verantwortlich. Diese Verantwortung nehmen wir ernst, und genauso ernst nehmen wir die Sorgen im Hinblick auf den Datenschutz und die Freiheit des Einzelnen. Unser Anspruch als Christdemokraten ist es, dass Menschen in Hessen und in Deutschland frei und zugleich sicher leben können. Das ist Ziel unserer Aufgabe und unseres politischen Handelns. Und diesem Ziel kommt auch das Verfassungsschutzgesetz entgegen und wird dem gerecht. Wir werden einen abgestimmten, konsolidierten, modernen und guten Entwurf vorlegen, und wir sorgen mit Nachdruck für mehr Sicherheit in diesem Land. Das ist unsere Aufgabe, und da können uns auch diese Preise nicht davon abhalten, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Bauer. Das Wort hat der Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde es mutig, dass die Kolleginnen und Kollegen der SPD den Big Brother Award zum Zeugen ihrer heutigen Anklage machen. Ich finde das mutig für eine Partei, die seit Gründung des Big Brother Awards quasi ein Dauerabo auf die Verleihung des Big Brother Awards hat. Nenne mal die Preisträger des Big Brother Awards aus den letzten Jahren. Werner Müller, von der SPD benannter Bundeswirtschaftsminister. Fritz Behrens, früherer Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Erhard Köttring, früherer SPD-Innensenator von Berlin, die SPD-geführte Landesregierung von Rheinland-Pfalz im Jahr 2003, die Große Koalition im Bund im Jahr 2008 mit der SPD, Ulla Schmidt, Bundesministerin der SPD, Peer Steinbrück, Bundesminister der SPD, Brigitte Zypris, Bundesministerin der SPD, hat ihn gleich zweimal bekommen, und Otto Schily, Otto Schily, Bundesminister der SPD, der hat ihn auch gleich zweimal bekommen, einmal sogar für sein Lebenswerk, meine Damen und Herren. Mit dem Otto Schily haben wir GRÜNE auch so unsere Erfahrung. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ich finde es mutig, dass man dann den Big Brother Award zum Kronzeugen seiner Anklage macht. Und vielleicht sollten die Reihe der Preisträger der SPD uns zum Kern der Debatte führen, dass es eben nicht so ganz einfach ist, das Feld, in dem wir uns bewegen, wenn wir uns über die Sicherheitsbehörden und die Befugnisse der Sicherheitsbehörden unterhalten, meine Damen und Herren. Das ist immer eine ganz schwierige Abwägung, zwischen Sicherheit und Freiheit. Totale staatliche Kontrolle bedeutet das Ende jeder Freiheit. Auf der anderen Seite brauchen wir funktionierende Sicherheitsbehörden, die die Menschen schützen,
weil Sicherheit und das Gefühl, sicher zu sein, die Voraussetzung für das Leben in individueller Freiheit ist, meine Damen und Herren. Das ist das Spannungsverhältnis, in dem wir uns bewegen. Und da gibt es keine einfachen Antworten. Da müssen wir uns jeden Sachverhalt anschauen. Was gestehen wir unseren Sicherheitsbehörden für Rechte zu, um Sicherheit gewährleisten zu können? Und wo gehen Befugnisse zu weit, weil sie zu stark in die individuelle Freiheit eingreifen? Und diese Entscheidung kann uns als Abgeordnete niemand abnehmen. Niemand abnehmen. Wir haben das gehört, was in der Anhörung gesagt wurde. Wir nehmen das sehr, sehr ernst. Wir nehmen auch sehr, sehr ernst, was die Jury des Big Brother Awards gesagt hat. Aber am Ende, wenn in unserem Land etwas passiert, wenn Menschen zu Schaden kommen, wenn Menschen sogar getötet werden, dann werden am Ende wir als Abgeordnete gefragt, was habt ihr getan, welche Instrumente hatten unsere Sicherheitsbehörden und welche hatten sie eben nicht. Aus dieser Frage entlässt uns als Abgeordnete niemand, und deshalb müssen wir die verantwortlich klären. Und das ist Und um das sehr klar zu sagen, das ist kein Plädoyer dafür, alles zu machen, was technisch geht. Es muss klare Grenzen geben, wo das, was vielleicht technisch machbar ist, nicht gemacht wird, weil es zu weit in die Freiheitsrechte von Bürgerinnen und Bürgern eingreift, weil es keinen hinreichenden Grund für einen so weitreichenden Eingriff gibt. Aber die Entscheidung ist eben nicht leicht zu fällen. Und deshalb ist es gut, dass wir die Anhörung zu dem Gesetz, das wir gerade beraten, sehr sorgfältig auswerten. Und dass diese Entscheidung nicht so einfach ist, das zeigt ja auch, wenn wir uns anschauen, welche Bundesländer sich des Instruments der Online-Durchsuchung und der Quellen-TKÜ, also der Quellentelekommunikationsüberwachung, bereits bedienen. Da verläuft ja nicht die Linie klar in parteipolitischen Farben. Und das gibt ja einen Hinweis darauf, dass das nicht einfach ist. Hamburg hat die Quellen-TKÜ im Polizeirecht. Thüringen mit einem Ministerpräsidenten der LINKEN hat die Quellen-TKÜ im Polizeirecht. Rheinland-Pfalz, regiert von SPD, Grünen und FDP, hat die langsam hat die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung im Polizeirecht. Im Bund, Große Koalition, haben wir die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung im BKA-Gesetz und in der Strafprozessordnung. Es ist eben nicht so einfach, wie das heute hier der Eindruck erweckt werden sollte, meine Damen und Herren. Herr Kollege Wagner, Sie müssen zum Schluss kommen. Und ja, lassen Sie uns darüber reden, welches dieser Instrumente wir welcher unserer Sicherheitsbehörden zur Verfügung stellen können oder eben auch nicht. Und ja, da kann es auch notwendig sein, eine Unterscheidung zwischen dem Verfassungsschutz und der Polizei zu machen, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der sogenannte Big Brother Award ist, wie wir gehört haben, ein Negativpreis. Niemand will ihn haben. Herr Wagner hat aufgezählt, wer ihn alles bekommen hat. Aber dazu gehört auch, dass unangefochtener Spitzenreiter dieses Preises Hessen ist, und zwar Volker Bouffier. Denn Volker Bouffier hat es in unnachahmlicher Weise gleich zweimal geschafft, den Preis zu erhalten, 2002 und 2005. Und die Grünen, Herr Wagner, haben darüber immer geschäumt vor Wut, denn die Grünen waren da noch eine Bürgerrechtspartei. Es gab in ihren Reihen sogar einen bemerkenswerten Abgeordneten, der genau dies immer wieder lautstark auf den Punkt gebracht hat. Ein Landespolitiker, der gekämpft hat wie ein Hessenlöwe, dem die bürgerfeindliche Politik des Volker Bouffier und seiner Hessen-CDU entgegentrat. Ich zitiere
aus der 132. Sitzung des Landtags vom 4. Mai 2007. Jetzt ist er gerade rausgegangen. Dringlicher Entschließungsantrag der GRÜNEN betreffend Online-Durchsuchung von Computern verhindern. Zitat: Online-Durchsuchung heißt, der Staat betätigt sich an dieser Stelle als Hacker auf den Festplatten unter Umständen unbescholtener Bürgerinnen und Bürger. Sie kommen nur an den Computer heran, wenn Sie Trojaner auf dem Computer platzieren. Das ist schon ein sehr schwerer Grundrechtseingriff, den Sie da planen. Herr Schäuble will Online-Durchsuchung als präventive Maßnahmen zur Strafverfolgung und für die Terrorismusbekämpfung. Und an einer anderen Stelle heißt es da, das aber geht in eine gefährliche Richtung. Das geht gegen die freie und offene Gesellschaft. Die freie und offene Gesellschaft wollen wir verteidigen. Zitat Ende aus der Rede der GRÜNEN. Sie ahnen es, meine Damen und Herren. Der, der hier vehement gegen die Online-Durchsuchung gekämpft hat und die freie Gesellschaft gegen die CDU verteidigt, das war Jürgen Frömmrich. Und es ist bizarrerweise derselbe GRÜNEN-Abgeordnete, der uns heute das glatte Gegenteil erzählt. Und ich finde es schon bemerkenswert, Herr Wagner, dass Sie in dieser Rede teilnehmen, Ihr innenpolitischer Sprecher nicht daran teilnimmt an dieser Diskussion und Sie uns weismachen wollen, dass Sie jetzt entscheidend nachdenken. Ja, ich glaube Ihnen, ich nehme Ihnen ab, dass Sie jetzt entscheidend nachdenken. Aber die Verantwortung für den Gesetzentwurf, den Sie mit der CDU eingebracht haben, den haben Sie immer noch. Und den können Sie auch nicht abschütteln. Und noch eins, Herr Wagner. Damals in dieser Debatte, da ging es nur um das Polizeirecht. Und auch in den Beispielen, die Sie aus den anderen Bundesländern jetzt hier zitiert haben, geht es nur um das Polizeirecht. Aber dank der GRÜNEN soll nun der Geheimdienst auch noch alle Kompetenzen bekommen. Und da sage ich, das ist zehnmal schlimmer als die Änderung im Polizeirecht. Und das ist Ihre Verantwortung an dieser Stelle, Herr Wagner. Schauen wir weiter, denn das Gesetz vergisst ja bekanntlich nichts. Zur Novellierung des Polizeirechts ist in einem Artikel vom 9.12.2009 auf heise.de nachzulesen. Zitat: Gemeinsam mit Hermann Schaus von den LINKEN beklagte Frömmrich einen weiteren Schritt des Landes Hessen in die Richtung Überwachungsstaat. Zitat Ende. Da gab es noch Gemeinsamkeiten, interessanterweise. Vom NSA-Skandal zitiert nach jürgenfrömmrich.de vom 2. Juli 2013, nächstes Zitat: Schwarz-Gelb erweitert polizeiliche Eingriffsbefugnisse, bis das Verfassungsgericht sie stoppt. Nicht ohne Grund hat der heutige Ministerpräsident in seiner Amtszeit als Innenminister den Big Brother Award, den Negativpreis für Datenkragen, für maßlos überzogene Bespitzelungen von den Bürgern bekommen. Zitat Ende aus, wie gesagt, der Homepage von Jürgen Frömmrich. Ja, und nicht umsonst haben Jürgen Frömmrich und die GRÜNEN jetzt den Negativpreis erhalten, Herr Wagner. Für die GRÜNEN bräuchte es sogar noch eine Extrakategorie, finde ich, nämlich größte Umfaller. Herr Kollege Schaus, Sie müssen dann langsam zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Ja, meine Damen und Herren, CDU und GRÜNE erhalten den Big Brother Award zu Recht. Und leider wird sich an der verfassungs- und bürgerfeindlichen Politik in Hessen erst etwas ändern, wenn Schwarz-Grün abgewählt ist. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es wird ja nach draußen übertragen. Herr Frömmrich, Sie können wieder reinkommen. Ihr Mitstreiter Schaus. Ihr Mitstreiter Schaus ist fertig mit seiner Rede. Insofern, wir hatten ja noch selten etwas gemeinsam.
Insofern wird Sie das nicht so sehr treffen. Meine Damen und Herren, zur Sache. Die Frankfurter Allgemeine hat am 20. April getitelt, Oscars der Überwachung gehen Alexa und Windows 10. Im Artikel konnte man dann nachlesen, dass natürlich ein ganz wesentlicher Preisträger die schwarz-grüne Regierungskoalition ist. Was der Big Brother Award ist, ist hier schon beschrieben worden. Ich kann nur feststellen, die schwarz-grüne Regierung hat diesen Award in der Sparte Politik ohne jeden Zweifel völlig zu Recht eingeheimt. Sie stehen damit erkennbar in einer Reihe mit den Datenkraken wie dem Amazon-Produkt Alexa oder dem schon 2011 ausgezeichneten Facebook-Zugriff auf die Privatsphäre der Nutzer. Die für die Regierung mehr als peinliche Auszeichnung stellt nach der überschäumenden, aber durchweg berechtigten Kritik der von der Regierung selbst eingesetzten Expertenkommission und der Experten in den beiden durchgeführten Anhörungen zum Verfassungsschutzgesetz den öffentlichkeitswirksamen Höhepunkt einer Posse dar, die ihresgleichen sucht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Glückwunsch für diese super Leistung. Und Herr Kollege Wagner, freuen Sie sich doch ein bisschen darüber. Sie haben hart dafür gearbeitet und sollten hier dann keinen Neid auf SPD-Politiker ausschütten. Genießen Sie einfach, dass Sie Preisträger sind. Den Ablauf in Hessen hat Frau Kollegin Faeser bereits geschildert. Ich kann mir das ersparen. Ein Schalk, wer glaubt, dass die schon zum zweiten Mal erfolgte Verschiebung der Beratung des Gesetzes im Innenausschuss etwas mit dem Termin der Landesmitgliederversammlung der GRÜNEN am letzten Samstag zu tun gehabt hätte. Ich denke mir, das haben Sie vorher auch schon alles verhandelt. Und alle Themen, die auf dem Tisch liegen, waren auch vorher schon bekannt. Die hatte Ihnen die Expertenkommission nämlich schon aufgeschrieben zu Ihrem ersten Gesetzentwurf. Da stand das alles drin. Da stand das alles drin, was Sie nicht zur Kenntnis genommen haben. Herr Wagner, Sie haben gesagt, einfach sei das alles nicht. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist alles andere als einfach. Aber wie der Ablauf seit 2014 gezeigt hat, Sie können es einfach nicht. Das ist das Problem. Sie haben den Ratschlag selbst der Experten ignoriert. Kurz ein paar Worte zu dem Gesetzentwurf, der sich ja irgendwo immer noch in der Wolke befindet und der vielleicht irgendwann auch mal wieder beraten wird im Innenausschuss. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das in dieser Wahlperiode noch erleben. Mit diesem Gesetzentwurf haben Sie massive Eingriffe in die Grund- und Bürgerrechte vorgesehen. Über so etwas muss man im Einzelfall diskutieren. Das haben wir auch mit den Experten ja ausführlich getan. Zum anderen, was in Ihrem Gesetzentwurf fehlt, ist eine merkliche Stärkung der parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes. Das ist das größte Manko. Verfassungsschutz selbst, da haben wir Ihnen einen anderen Änderungsantrag vorgelegt als die Sozialdemokraten. Ich gehe davon aus, im Lichte der Stellungnahmen der Experten ist dieser von Ihnen vorgelegte Vorschlag für eine Novelle des Verfassungsschutzgesetzes nicht nachbesserungsfähig. Ziehen Sie den Teil zurück, machen Sie es neu. Lesen Sie einmal, was die Experten Ihnen aufgeschrieben haben. Ich sage das mit allem Ernst, Herr Kollege Boddenberg. Ich sage das mit allem Ernst. Es ist dringend notwendig, dass Sie diese Arbeit machen, denn wir haben Sicherheitslücken, die zu schließen sind. Aber das müssen Sie verfassungsgemäß tun und nicht so, wie Sie es hier vorgelegt haben. Und ein besonderes Trauerspiel ist es in der Tat, dass Sie bei der Frage der parlamentarischen Kontrolle praktisch nichts liefern. Wir haben die Verbesserungsvorschläge aus den Kommissionen, aus der Anhörung, vor allem aber von der von Ihnen ja eingesetzten Expertenkommission in unserem Änderungsantrag niedergelegt. Das fängt an mit der Zusammensetzung der Parlamentarischen Kontrollkommission. Nirgends außer in Hessen ist es sonst noch so, dass die Opposition in weiten Teilen in der Mitwirkung ausgeschlossen ist. Das muss geändert werden. Die Frage der Arbeitsmöglichkeiten, der Hinzuziehung von Mitarbeitern, Fehlanzeige. Im Gegenteil, die Mitarbeiter dürfen zwar unter bestimmten Umständen mal in ein paar Papiere reingucken, aber bei der eigentlichen Arbeit dürfen sie nach ihren Vorstellungen nicht dabei sein. Der Austausch mit dem Fraktionsvorsitzenden, um wenigstens mal einen Gesprächspartner zu haben. Und ich komme zum Ende, Herr Präsident. Die Whistleblower-Regelung, die selbst das gelobte Land Bayern, aus Ihrer Sicht gelobte Land Bayern, das sich ansonsten nicht gerade durch Rechtsstaats
Intensität auszeichnet. Selbst die haben das drin in ihrem Gesetz. Der Bund hat es drin. Da hat es ihre Mehrheit im Bundestag hineingeschrieben. Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Koalition, Sie haben in der Sache versagt. Die Negativauszeichnung haben Sie sich redlich verdient. Vielen Dank. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich eine Vorbemerkung insofern machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei der Debatte über ein Verfassungsschutzgesetz, über das, was der Kollege Wagner hier zwischen der Abwägung, den Abwägungsfragen, die wir zu treffen haben, zwischen Sicherheit und Freiheit, wo es um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande geht, wo wir wissen, dass in den letzten zwei Jahren über 100 Tote in Europa zu beklagen sind wegen islamistischer Anschläge, ob dann hier Häme, Hohn, Spott und Gejohle die richtige Antwort dieses Parlaments ist, bin ich mir nicht sicher, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir brauchen einen modernen und leistungsfähigen Nachrichtendienst, um die Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande effektiv vor terroristischen Anschlägen zu beschützen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, es geht dabei nicht, wie hier der eine oder andere hat glauben machen wollen, um wahllose Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern, sondern es geht darum, Terroristen und Extremisten das Handwerk zu legen. Und dafür bietet unser Gesetzentwurf eine gute Vorlage, meine Damen und Herren. Und es ist so, dieses Gesetz ist eben kein Selbstzweck, sondern es dient der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in einem Bereich, wo es natürlich um Abwägungsfragen zwischen Freiheit und Sicherheit geht. Und, Frau Kollegin Faeser, wenn Sie hier davon sprechen, Sie haben die Grundrechtseingriffe aus dem LfV-Gesetz per Änderungsantrag jetzt sozusagen herausgenommen, da muss ich Ihnen sagen, Frau Kollegin, Sie müssten als Juristin doch wissen, dass dieses Gesetz dazu da ist, um die Grenzen von Grundrechtseingriffen, die erforderlich sind, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, zu definieren. Ein solches Gesetz, da geht es geradezu um Grundrechtseingriffe, meine Damen und Herren, weil ansonsten Sicherheitsbehörden eben nicht auf Basis des Gesetzes richtig arbeiten können, meine Damen und Herren. Und seien Sie mir nicht böse, Kollege Greilich, Frau Kollegin Faeser, was Sie zum Thema parlamentarische Kontrolle hier gesagt haben, ist wirklich hart am Rande der Wahrheit vorbei, meine Damen und Herren. Es stimmt einfach nicht, dass wir die parlamentarische Kontrolle in unserem Gesetz nicht ordentlich und gut geregelt haben. Das haben wir gemacht in einer Form, wie es der Bund im Bundesverfassungsschutzgesetz ebenfalls geregelt hat. Es liegt in unserer Hand, in der Hand dieses Parlaments, wie die parlamentarische Kontrolle ausgelegt wird am Anfang der kommenden Wahlperiode. So ist es in unserem Gesetz festgelegt. Nehmen Sie es bitte zur Kenntnis oder lesen Sie es wenigstens einmal. Das scheinen Sie bisher verabsäumt zu haben. Nein, meine Damen und Herren, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir ein effektives Frühwarnsystem haben. Dafür brauchen wir auch moderne Fähigkeiten. Da kann man über die Frage sozusagen der Zuordnung, wo kommt was hin, wer hat welche Fähigkeiten, welche Sicherheitsbehörde, über diese Frage kann man miteinander ja reden und miteinander streiten. Aber dass wir uns der technischen Entwicklung nicht verschließen dürfen, das müsste doch mittlerweile allgemeingut sein. Meine Damen und Herren, wir hatten Anschläge in Deutschland, die über WhatsApp gesteuert worden sind, und wir haben keine Möglichkeiten, keine Fähigkeiten, aber keine rechtlichen Möglichkeiten dazu, überhaupt so etwas mitzubekommen, mitzulesen, weil wir eben die Rechtsgrundlagen auch nicht haben, um das zu gewährleisten. Und da geht es nicht um irgendwelchen Kleinkram, sondern geht es darum, dass in diesen konkreten Situationen, ob in Arnsberg oder ob es in Würzburg war, Menschen am Ende zu Schaden gekommen sind, und das müssen wir doch mal bitte zur Kenntnis nehmen. Wir müssen uns mit diesen Fähigkeiten und dem Rechtsrahmen dazu auseinandersetzen, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Um nicht mehr und um nicht weniger geht es bei diesem Gesetzentwurf, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, was nicht in Ordnung ist? Und das sage ich wirklich nicht nur
im eigenen Interesse, sondern auch im Interesse der Behörden, den notwendigen Rechtsrahmen hier bei einem LFV-Gesetz, den notwendigen Rechtsrahmen zu verweigern und dann, wenn die Sicherheitsbehörden gar nicht zugreifen dürfen, dann von exekutives Versagen zu beklagen, meine Damen und Herren, das ist unredlich, das ist nicht in Ordnung. Wir haben ein ordentliches Gesetz, und das werden wir weiter geordnet beraten. Vielen Dank. Herr Minister, vielen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist der Punkt 87 erledigt. Bevor wir weitergehen, kurzer Hinweis, dass noch verteilt ist, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend klares Bekenntnis gegen Extremismus und für den Rechtsstaat, Drucksache 19/6332. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dies Top 97, und wir können dies nach Top 89 aufrufen. Außerdem eingegangen und an den Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend hessische Mietpreisbremse ist weiterhin gültig, Drucksache 19/6333. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dies Top 98, und wenn keiner widerspricht, mit 72 kann das aufgerufen werden. Okay, das ist der Fall. Machen wir weiter.